Israel hat mit scharfer Kritik auf eine Änderung im polnischen Verwaltungsrecht reagiert. Das Parlament in Warschau hatte beschlossen, dass Verwaltungsentscheidungen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr gerichtlich angefochten werden können. Jerusalem befürchtet Auswirkungen auf mögliche Entschädigungen von Opfern des Holocaust. Außenminister Yair Lapid erklärte, dass Polen nicht zum ersten Mal ein antisemitisches und unethisches Gesetz erlassen habe. Ich habe den Gesandten der israelischen Botschaft in Warschau angewiesen, unverzüglich für Beratungen nach Israel zurückzukehren. Heute ist Polen zu einem antidemokratischen und antiliberalen Land geworden, das die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte nicht würdigt. Die Welt darf nicht schweigen. Israel und das jüdische Volk werden sicherlich nicht schweigen. Polens Präsident Andrzej Duda wies die Kritik zurück. Warschau werde es nicht zulassen, dass der Holocaust für aktuelle politische Zwecke instrumentalisiert werde, so der 49-Jährige. Er erinnerte auch daran, dass 6 Millionen Polen während der deutschen Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg gestorben seien. Politik.